gleich geht's mit meinen Mädels schwimmen und ich weiß noch gar nicht, was ich mit meinen Haaren jetzt machen soll. Also im Schwimmbad eine Mütze tragen, das geht irgendwie nicht. Und eine Cap? Nee, das macht man auch nicht. Ah, ich hab's! Eine Badekappe. Das wird ja hin und wieder im Schwimmbad getragen. Das sollte nicht auffallen. Ich muss mir nur eine gute Ausrede überlegen, warum ich die trage. Also jetzt erstmal irgendwie eine Badekappe herkriegen. Oh Mann, ich habe schon den ganzen Kleiderschrank durchforstet. Ich habe einfach keine Badekappe. Sowas trage ich normalerweise auch nicht. Aber ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich mir eine selber machen. Einfach aus Play-Doh-Kneteform. Ich meine, ich kann damit nicht tauchen gehen. Dann würde die wahrscheinlich abfallen. Aber so, damit man meine Haare nicht sieht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass es richtig an meinen Kopf passt. Also einfach festdrücken und ein bisschen modellieren. Dann sollte das schon passen. Also für den ersten Versuch, eine Badekappe aus Play-Doh zu machen, sieht das doch gar nicht schlecht aus. Nur total ungewohnt. Und ach, was soll ich nur sagen, wenn mich jemand drauf anspricht? Ich gehe sonst nie mit einer Badekappe schwimmen. Ach, ich mache das ganz spontan. Also ach, das wird schon irgendwie klappen. Also los, ab ins Schwimmbad. Oh, wo bleibt Elsa denn? Zum Glück sind wir schon mal reingegangen. Das wäre ja gar nicht mehr auszuhalten, in dieser Kälte zu warten. Aber ich hoffe, sie kommt überhaupt. Hat sie dir irgendwas gesagt, dass sie nicht kommt? Oder irgendwie abgesagt oder so? Nein, also es hieß 15 Uhr im Schwimmbad und ja, wir sind hier. Ich denke, sie wird gleich kommen. Ah, da hinten kommt sie ja. Ah. Aber was trägt sie denn da Merkwürdiges auf ihrem Kopf? Hat sie etwa ihre Haare blau gefärbt und kurze Haare? Das traue ich ihr gar nicht zu. Sie heiratet doch bald. Was ist das? Das sieht wirklich total seltsam aus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie wie ein Pilz, wie der Pilz von Super Mario. Keine Ahnung, könnte vielleicht eine Badekappe sein? Aber sowas trägt sie doch sonst auch nicht. Hi Mädels, sorry, dass ich zu spät gekommen bin. Ach, mach doch mal ein bisschen Platz. Oh, das ist wirklich eng hier. Na, geht's euch gut? Ja, super, Elsa. Aber was trägst du denn da Komisches auf deinem Kopf? Ach, das meint ihr. Ja, das ist eine Badekappe. Das ist gerade der neueste modische Trend. Habt ihr das gar nicht mitbekommen? Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Alien, aber ja, das ist echt cool. Lässt sich super tragen. Und es ist natürlich super praktisch auch beim Schwimmen. Da werden die Haare nicht nass. Also ich kenne das gar nicht. Eine Badekappe soll der neueste Trend sein? Also normalerweise verpasse ich gar nichts. Elsa, wo kann man denn sowas kaufen, außer jetzt in der Badeabteilung? Aber ich habe sowas sonst noch nie gesehen. Kaufen? Nein, meine ist selbst gemacht. Die habe ich aus Play-Doh gemacht. Also, ihr kennt das ja. Do it yourself und so. Ja, ich trage das jetzt einfach. Gefällt mir gut. Aber Elsa, sowas hast du doch sonst auch nicht getragen. Warum gerade jetzt? Also, diese Badekappe, ich finde die irgendwie seltsam. Oh, ich glaube, ich muss mal auf die andere Seite wechseln. Mir ist das hier echt zu eng mit der Flosse. Sorry. Mach dir mal bitte ein bisschen Platz. Was war deine Frage nochmal? So, hier habe ich jetzt auch mehr Platz. Also, warum ich diese Badekappe trage? Ich habe mir letztens meine Haare blondiert und die werden ja in Verbindung mit dem Chlorwasser im Schwimmbad, könnten die ja grün werden und das wollte ich auf jeden Fall nicht riskieren, weil ich heirate ja bald, wisst ihr natürlich. Und ja, ich wollte einfach nicht, dass die grün werden und deshalb trage ich jetzt diese Kappe, damit das Wasser nicht an meine Haare kommt. Ja, davon habe ich schon mal gehört, dass die Haare dann grün werden. Ach, gute Idee. Das wäre ja wirklich eine Katastrophe, wenn deine Haare zur Hochzeit dann grün wären, wie von einer Moorleiche oder so. Stell ich mir echt eklig vor. Naja, sehr schlau von dir, Elsa. Wollen wir jetzt tauchen gehen? Oh, sorry, tauchen kann ich leider nicht mit der Badekappe. Das müsst ihr ja ohne mich machen. Ich weiß, ich mache das so gerne und habe auch sonst auch mal meine Taucherbrille dabei, aber heute geht es leider nicht. Meine Haare sind mir einfach viel zu wertvoll jetzt kurz vor der Hochzeit. Na gut, Elsa, dann gehen wir eben ohne dich, aber rühr dich nicht von der Stelle. Wir sind gleich wieder da und dann wärmen wir uns hier wieder schön in dem Whirlpool auf. Ah, jetzt habe ich den ganzen Pool für mich alleine. Aber ich kann doch nicht meine Freundinnen belügen. Ich meine, wie lange soll ich das Spielchen jetzt noch spielen? Mein Verlobten musste ich ja auch schon anschwindeln. Und jetzt auch noch meine besten Freundinnen? Das muss ein Ende haben. Es ist nur eine Glatze. Ich werde das Ding jetzt abnehmen. Und dann werde ich mal schauen, wie sie reagieren. Mit der Wahrheit kommt man schließlich am weitesten. So, von hier habe ich eine gute Sicht auf das Becken, aus dem die beiden gleich aussteigen. Mal sehen, wie sie reagieren. Oh, ich hoffe nicht, dass die Knete irgendwie abgefärbt hat.